Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Im letzten Part haben wir dem Kerl da drüben geholfen, den unten da, den lassen wir mal kurz aus, der auf der Brücke da drüben steht, weil wir haben kein Geld für den, und werden uns weiter aufmachen, einen weiteren Gefährten wiederzufinden. Den haben wir ja zum Reparieren da irgendwo in die Pampa geschickt und ja, ich will den ehrlich gesagt wieder haben, den Kerl. Oje. Das da drüben schaut aus, als wenn wir da Besuch kriegen würden, oder... Boah, mal schauen, ob das gut gehen wird. Das da drüben dürften Feinde sein. Und unser Freund scheint da aber irgendwo in der Nähe zu sein. Aha. Das sind ja auch recht gefährliche Viecher, wie es ausschaut. Ich hoffe, dass wir unseren Freund jetzt schon holen können. Das würde mich sehr freuen. Ich bin ja auch bereit, dafür Umwege zu gehen. Man merkt's. Ja. Wir müssen auch scheinbar irgendwie darüber. Scheinbar da, wo die Brücke ist. Hui. So, das Stückchen laufen. Platsch, 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 platsch. So. Ah, da haben wir einen Beißer. Den nehmen wir gleich mit. Schnappi, komm her. Ja, komm her. Oh, da habe ich was getroffen. Cool. Jetzt war ich gerade verwirrt. Ja, schön, den haben wir schon alleine fertig gemacht. Wow. Wow, wir werden ja voll stark. Ich wollte was lernen eigentlich, ne? Ich würde sagen, machen wir da mal 40. Oi, die brauchen schon zwei. Ja, da hilft dann eh nichts. Da wären schon solche Tränke nicht schlecht, wie wir es bei Gothic hatten, ne? Die, was die Fähigkeit auch erhöht haben. Das wäre halt schon fein. Naja, was soll's. Ja. Investieren wir es mal so, dass wir 40 haben, würde ich sagen. Lass uns mal dabei. So. Wir müssen da lang. La 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 la. Das nehmen wir auch mit. La li la la la. La 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 la. Was bist du denn? Ein Federvieh? Na? Was machst du denn hier so allein? Da hört sich schon wieder so an, als wenn uns gleich was angreifen würde. Wollen würde. Kleine Viechlein sind momentan sehr willkommen. Und können auch größere sein, hauptsächlich können sie besiegen. So, dann nochmal Trollkraut. Boah, unser metallischer Freund ist ja irgendwie ganz schön abseits, ne? Halt! Was war das? Was war das? Da war kurz schwarz. Wahrscheinlich, weil er sprinten musste, wurde ihm kurz schwarz vor Augen. Ja, ich fordere unseren Helden halt schon schön. Na, was haben wir denn da? Eine Ratte. Komm her! Oh, da drüben ist jemand. Schnell, mach schnell hin. Oh, ein Teleporter. Ein Teleporter. So, den haben wir. Schnell den Teleporter. Aber schon flotti. Und da ist er ja, unser Trönchen. Wow. Converter Nord Abessa. Aha. Gut, das tun wir gleich speichern. Und dann schauen wir uns den Typen da unten an, würde ich sagen, der so komisch herumläuft. Aber ich glaube, das wird ein Konverter, also so ein Arx-Typ sein. Fürchte ich ganz stark. Aha. Naja, nicht unbedingt. Das sind sogar diese Alex-verseuchten Typen. Das war jetzt gerade, glaube ich, nicht so krass. Commander, hallo! Protokoll A73. Reparaturstation Nord Abessa.
Ausführung negativ. Was ist los mit dir? Solltest du dich nicht reparieren? Negativ. Analyse, Zugang, verweigert. In Ordnung. Ich werde dir helfen. Du bist wirklich zu nichts zu gebrauchen. War wie schier. Na, ich helfe dir. In Ordnung. Ich werde dir helfen. Ja. Also, was ist das Problem? Konverter. Zugang verweigert. Bewaffnung. Kritisch. Verstehe. Sie wissen also, dass du keiner mehr von ihnen bist. Immerhin warst du klug genug, dich nicht von ihnen zerstören zu lassen. Ja. Ich besorge dir die Teile, die du brauchst. Ich besorge dir die Teile, die du brauchst. Was genau fehlt dir? Analyse, Waffensystemausfall, Steuerungssystem defekt. Und das Zeug finde ich in dem Konverter. Inventarprotokoll positiv. Oh je. In Ordnung. Ich sehe mal, was ich machen kann. Jawohl, aber zuerst haben wir jetzt mal die Viecher da weg. Wow. Wieso müssen das jetzt zwei sein? Wow. Ich hätte es halt machen sollen. Entschuldigung. Ja, ja, ich lade schon. Ich habe schon gemerkt, das wird nichts mehr. Ups. Ich werde auch gleich das Gespräch hier beschleunigen. Dann schauen wir mal, ob wir in den Konverter überhaupt rein können. Ich glaube, kann man das überhaupt... Ja. Was ist los? Mit der rechten Maustaste geht das schon. Also. Jawohl. Ich bin... Was genau? Wir machen das. Jawohl. Invent. So, ja, wissen wir schon. Alles klar. Interessant. Ja, interessant. Aber dürfen wir ihn mitnehmen? Analyse. Beseitigen. Eliminieren. Na, dürfen wir wahrscheinlich erst an, wenn der Kerl repariert ist. Gut. Dann die Tasche, das Geldbündel nehmen wir mit, die Zigarettenstange. Den Konverter, sag ich, den Teleporter haben wir eh schon bedient, benutzt, aktiviert. Ja, Trockenfleisch. Entschuldigung. Kleiner Heiltrank, den wollte ich eigentlich aufheben. Aha, da ist irgendwas. Zumindest hat sich so angehört. Ob wir da lebend reinkommen, ich bin mir da nicht so sicher. Ich werde einmal speichern, was ich am besten kann, wenn ich es nicht vergiss. So, gut. Es ist sicher bewacht. Oh je, da vorne ist so ein Drecksmodell. So eine Kriegsmaschine, so eine Schirche. Jetzt ist die Frage, ob wir da irgendwie am Rand reinkommen, ohne dass die uns entdecken. Das wäre mir am allerliebsten. Deshalb werde ich gleich mal probieren, ob wir hier einen Berg rauf können. Jodel, jodel, juhu. Naja, fast. Au, au. Okay. Nichts passiert. Kurz warten. Könnte sich ausgehen, wenn der Kreirl wieder voll ist. Ich glaube nicht, dass man so nach raufklettern geht, so nicht. Oh, ein bisschen noch. Und jetzt. Hui. Jawohl, das hätten wir schon mal. So. Da ist wieder sehr frostig. Uiuiui. Ah. So, das hätten wir schon mal. Aha, da vorne stehen wieder zwei Gimpel rum. Hier passen wir besser auf. Ja, ja. Ein Teleporter, wie gesagt. Psst, zu laut. So, gibt's hier zufälligerweise einen Hintereingang? Wahrscheinlich nicht. Du kommst mit, nichts mit Worten. Ich muss da voll aufpassen, dass ich nicht gleich eins aufs Goschel krieg. Na gut, ich fürchte, wir werden die zwei Typen davon besiegen müssen. Das heißt, ich werde ein bisschen essen und auch gleich ein Steam reinhauen. Das wäre vielleicht nicht so schlecht, wenn ich es wieder anfinden täte tun. Tut. Da. So, ich habe auch vergessen, das auf ein Platzl zu geben. Hier. So. Also. Prost. Dann schauen wir mal. Hallöchen. Au.
Ja, mir ist ja kalt eigentlich. Oh, das geht gar nicht mal so schlecht. Und heute kam. Oh, der hat gesessen. Aber nicht schlecht. So, gleich haben wir. Kannst du einen Alpsoldaten besiegen? Boah, wir sind stark. Mehr du Griffel. So. Das hätten wir schon mal. Und jetzt gehen wir tief den Rest. Wir sind ja echt schon stark. Holla die Waldfee. Wow. Ich bin jetzt gerade ein bisschen entzückt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Vollgas entzückt. Boah. Wir strotzen gleich vor Manneskraft. Okay, jetzt wird's gefährlich wahrscheinlich. Wir werden natürlich wieder speichern. Und schauen uns gleich um, ob wir unseren Freund da jetzt helfen könnten. Das wäre ganz super. Weil dieser Drohnenfreund-Typi da, der ist schon ganz nett. Hallo! Rein ins Kreuz, so muss das ausschauen. Wow. So, Ray, du bist dran. Sauber! Immer schön auf die Fresse. Jawohl. So muss das ausschauen. Wow. Sauber gemacht, Burschen. Wirklich wahr. Wow. Da geht irgendwer. Sind das wir? Ich glaube, das sind wir. Steuermodul. Oh, das ist, glaube ich, schon das, was wir brauchen. Können wir uns aber, wenn wir schon da sind, ein bisschen umschauen, oder? Wir brauchen eine Fackel. Sonst geht da gar nichts. Da ist finster wie im Bobsch. Wirklich wahr. So. Dann ein Zettel. Aha. Den werden wir uns gleich durchlesen. Was steht denn da Schönes auf dem Wischzettel? Achso, den Bericht haben wir auch nicht gelesen. Radox-Bericht. Radox-Bericht, genau. Die Handlungen der freien Menschen sind für mich widersprüchlich. Trotzdem dienen sie unserer Sache. Sie geben sich so viel Mühe, sich selbst zu eliminieren, dass die meisten von ihnen uns nicht weiter beachten. Geklärte Könige sind anders. Sie sind mir auf den Fersen. Hartnäckige Zeitgenossen. Ihre Augen sind fast so kalt wie die unseren. Besser, ich breche nach Südosten auf, bevor sie... Punkti, Punkti, Punkti. Da hat er ihn schon ein paar scheinbar erwischt. Zettel, Schriftstück. 11. Ja. Dann was ist da? 21. Dann 22. Und 8. Kennziffer 8. Kennziffer 22. Aha. Das sind alles mit Erfahrungspunkte? Hey, cool. Keine Ahnung, wofür das Graffel ist. Werden wir schon noch rausfinden, glaube ich. Aushang. Ein Aushang erhalten. Aha. Du gehst schon wieder weiter, ne? Also, einen Aushang. Das mit A beginnt hier. Schriftstück. Aushang aus dem Konverter in Nordabessa. Ziehung der Nummer 12. Aus gegebenem Anlass wurde eine neue Nummer gezogen. Der Teilnehmer mit der Nummer 12 hat sich unverzüglich zum Maschinenraum zu begeben. Passt die 12 Hammer. Wenn wir Glück haben, kriegen wir da was. Hoppala, ich wollte nicht runterfallen. Ich hoffe, ich komme da wieder raus. Ah! Ja, geht. Einfach die Bo packen, zusammenziehen, dann geht sie das aus. Einmal Machtstoß, ich brauche so ein Graffelwerk nämlich. Weil die werden sicher bald wieder auf Gegner stoßen und treffen, wo wir froh sind, wenn wir das haben. So, dann gehen wir auf. Au, du Krippel. Schau mal, die was. Ja. Oh, jetzt werden sie die Ohren abgezogen. Ach, blöder, echt. Sorry, du bist dran. Zack, 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 zack. Hoppala. Entschuldigung. So, geht ja. Cleanbot, die sind so süß. Das sind wie die, das sind die modernen Staubsauger, ne? Diese Staubsauger-Roboter. Die sind so süß. Die sind so lieb. Ich brauche meine Fackel übrigens. Ist die noch da oder ist die schon da? Danke. So. Da. Die Cleanbots will ich ehrlich gesagt nicht kaputt machen. Die sind so niedlich. Wir haben, also meine Schwiegereltern haben auch so einen Staubsaugerroboter und der ist so lieb, wenn der am Boden herum saugt und arbeitet und herumfährt. Das schaut so toll aus.
Soll auch bei der ein oder anderen Katze sehr beliebt sein, habe ich schon mal gesehen. Scheiße, wo müssen wir jetzt hin? Da lang oder da lang? Ich glaube da lang, oder? Werden wir gleich sehen. Ah, verdammt. Verkehrt herum. Miep, miep. Hey, nimm die Fackel mit. Na, nicht angreifen. Fackel. Geht ja. So. War doch die. Entschuldigung. So. Miep. Warum lässt er immer die Fackel fallen? Miese Gegend. Ganz miese Gegend. Aber das ist nur Einbildung. Weil da hier keine Blumen sind als Dekoration und so weiter. Na, das ist schon alles gut so. Ja, noch ein Zettel. Da legst du ihn nieder. Na, da schauen wir gleich, oder? Das sind ja auch Erfahrungspunkte. Also, wo ist denn der Wisch? Da ist er. Zettel, zweimal. 5 und 9. Okay. Ich sollte... Warte, bevor wir weitergehen, ich werde dann mal ganz dringend was trinken. Und ein paar Bissen essen. Das wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Und, richtig, speichern wäre auch nicht schlecht. Also, speichern. So. Passt. Sehr gut. Wobei, ein Schluck Kaffee schlürfen wäre auch noch angebracht gewesen, ne? Ich renne mal darauf. Also, Prost, ihr Lieben. Servus. Besuch ist da. Ja, auf die Fresse. Gehen wir auf die Gas. Zack. Ray, du bist dran. Au, du Watschka. Ja, bravo, Ray. So machen wir das. Zack. 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 Und. Eureka. Jawohl. Denn, boah, also dieser Schildschlag ist echt cool mit Quee. So. Oh. Oh. Da ist er zusammengebrochen. Boah. So, Fackel ist im Arsch, glaube ich. Jawohl. Das heißt, wir nehmen eine neue. So. Also, was hast du denn, Feins? Elixit und noch ein Zettel. Aha. Die haben alle bei einem Gewinnspiel mitgemacht, scheinbar. Aber die 12 müssten wir schon haben. Sag mal, ist jetzt noch irgendein Viech oder so? Ich nehme mal einen kleinen Heiltrank. Und was zu essen? Ja, der lässt es immer fallen. Ich kann nur mit einer Hand arbeiten. Die andere, nee, brauche ich nicht. Ja, genau. Halt. Was ist das da eigentlich? Einfach nur zu, oder was? Trockenfleisch. Das ist einfach nur zu. Okay. Elektroschrott. Machtstoß macht Welle. Das ist super. Schau, ein R2-D2. Ich glaube, die hieß so, ne? Verschließt. Ich will das hacken. Ich bin nicht gut genug. Ach, jetzt red kein Stuss. Das war nichts. Mach dir nix. Bist du so wenig gut genug? Ich hätte noch vorher Handwerk lernen sollen, ich Idiot. Aber naja. Ich habe nichts mehr zum Lernen. Dann würde ich vorschlagen, wir lesen nochmal kurz den einen Zettel, den wir da gekriegt haben. 2. Okay. Dann fahren wir halt noch rauf. Miep. Können wir schon wieder auf die Gosch? Noch nicht. Ah, wenn wir aussteigen. Glaube ich. Oh, das sind 2. Okay. Vorsicht. Ray! Wusch, 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 wusch. Aha, wir sind eh schon zu zweit. Oh, weia. Ich wollte schnell was trinken. So, ist gut. Ray, was machst du da? Okay, wie geht's? Geht immer aus. Aber jetzt. Und? Boom. So, auf die Gosch. Oje, oje, oje. Ach, gekommen. Das war jetzt nicht fair. Gehen ein Bein hat alle beide an. Es ist echt nicht nett. Ah ja, sicher, jetzt bin ich da unten. Ah, ich bin immer so speicherfaul. Nix gut. Jetzt muss ich den erst besiegen, ne? Ja. Ihr sollt mir echt merken, wenn ich es geschafft habe, Alter. Es ist schon gut. Ja, ungestüm sein ist nicht gut.
Ah, jetzt ist aber auf die Bocke. Trottel. Ah. Und quick. So, geh jetzt ein. Geht ja. So, also nochmal. Ganz schnell den Zettel lesen. Oh je, der Part ist auch schwer zu Ende. Ja, mit Fail. Ah ja. War eh klar, ne? So, was wollte ich eigentlich noch machen? Ah ja, die Fackel. Die ist, glaube ich, eh fertig. Halt. Das wollte ich. So. Und da sind wir ja gekommen, glaube ich. La 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 la. Wollte noch ganz fix das aufheben, was ich da, was wir da gefunden haben. Das ist Trockenfleisch und ja. Das ist ein Elektroschrott, mir war glaube ich eh nicht. Jo, dann geht sie schon rauf. Na gut, ihr Lieben. Da werden wir im nächsten Part uns hier ein bisschen weiter umschauen. Und ja. Ich muss mir dann merken, dass es diese Tür hier noch gibt. Ich muss dann ganz schnell schauen, dass ich schneller, also besser hacken kann. Das scheint eine Fähigkeit zu sein, die man per Handwerk lernen kann, scheinbar. Kommen wir schon drauf, werden wir dann auch besser werden. Ich brauche nur ein Level up. Und ein bisschen Geld. Also gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!